Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Wir erraten heute den Rang-Video. Diesmal mit der direkten Auflösung im Video. Ich überlege noch, ob wir es sofort nach dem Clip machen oder einfach am Ende des Videos. Das sehen wir dann noch, aber ihr habt euch dafür ausgesprochen, dass ihr auf jeden Fall die Sache im selben Video haben wollt und es ist, können wir gerne machen. Let's go! Also, wir haben hier wieder unsere Fälle am Start. Das ist der erste für heute und wir gucken einfach mal rein. Und ja, Kebi, ganz kurz, weil Kebi meinte, du kannst einfach auf YouTube gehen, das öffnen. Das ist mir schon klar, dass ich auf YouTube die ganze Geschichte im Fullscreen angucken kann. Ich wollte wissen, wie es hier geht, aber hier scheint es nicht zu gehen. Let's go! Okay, rückwärts rangesteppt. Das ist echt nice mit den Calls. Jungle and stairs and CT. One blow, jungle. Nice. Someone stairs. Ja, ja. Did you see that shot? Yeah. Und der holt sich den fünften noch, komm. Oder waren es nur drei bis jetzt? Ich weiß es nicht. Er paced so durch. Ja, das... PewDiePie. Das war nicht schlecht. Da waren schöne Shots dabei. Auch das Movement und so weiter war nicht schlecht. Aber hier würde ich auch direkt wieder denken, da wir letztes Mal schon so reingeritten wurden, würde ich jetzt hier nicht so weit nach oben gehen. Also, mein erstes Feeling wäre jetzt so Lem gewesen. Vielleicht DMG. Aber da es ja scheinbar immer ein bisschen weniger ist, als man denkt, ich glaube, ich werde MGE nehmen, tatsächlich. Das fühlt sich jetzt so in diesem Moment richtig an. Und weh, der ist jetzt Global oder Silver oder sowas. Dann scheiße ich mich echt ein, diese Nate, die er geworfen hat, da weiß ich nicht so genau. Das ist so eine Low-Bob-Nate, die ich auch schmeißen würde. Deswegen, das wird dann eher wieder für schlechter sprechen. Aber auf der anderen Seite, naja, warum nicht, ne? Wir gucken mal. Achtung, wir machen es jetzt übrigens so. Ich entscheide, ihr entscheidet euch auch. Und sobald ich dann submitte, sehen wir alle das Ergebnis. Da könnt ihr nochmal sagen, wie ihr das findet. Die andere Option wäre, dass wir es dann in einem dritten Video ans Ende des Videos packen. Aber ich denke, das ist euch wahrscheinlich egal. So direkt danach ist, denke ich, besser. So, submit und... Das ist jetzt aber eine Schweinerei. Wir waren... Jetzt wäre der Guess eigentlich fast richtig gewesen, wenn ich bei DMG geblieben wäre. Mann. Also wir sind eins daneben und haben jetzt eben hier unseren ersten Star geearnt. 23% waren auf DMG und ich hatte ja gesagt, hier oder hier. Aber da man einen schlechter denkt, dann hier so, ja, naja. Aber gut, ich finde, gar kein schlechtes Ergebnis. Das habe ich so recht gut erraten. Bei jedem Clip ein Stern wäre schon... Schmackofatius, so, ich erstelle hier kurz alles ein, ist sowieso high, let's go. Da muss ich jetzt aber nochmal, ich muss nochmal kurz reingucken. Der erste ist halt echt nicht so, aber da war vielleicht, ich weiß noch nicht, ob er Hyping hat. Achso, das sieht man doch da unten, 27 oder was? 30? Es sieht so ein bisschen nach High-Latency-Dingens-Gaming aus. Also diese Shots jetzt hier, der hier ist jetzt ja nicht sonderlich krass. Den hier oben hat er halt noch schön getroffen. Geht, ja, ja. Und wenn man dann erstmal on fire ist, ist es generell schwierig da, ne? Ja, ich weiß es nicht. Also hier sage ich jetzt, Achtung, ich sage, das ist ein Lem. Das ist ein Lem. Oder vielleicht ein DMG, aber wahrscheinlich ein Lem. Obwohl es eigentlich auch jemand machen könnte, der so auf der Elo ist. Heidenai Kartoffelbrei, das ist wirklich, wirklich, wirklich schwierig. Okay, pass auf, Lem war so der allererste Gedanke. Ich gehe auf DMG und das wird bestimmt richtig sein. Hundertprozentig. Ja, locker. Ich kenne mich aus mit sowas. Was? Nein, jetzt habe ich mich den Stern gekostet, weil ich verschoben bin. Lem wäre es gewesen, um zumindest einen Stern zu bekommen. Das war jetzt Supreme. Weiß ich nicht. Also wenn ich hier bei uns letztens wieder ins Midgame zum Beispiel mich erinnere, Hangover, Schäkelberg, beide immer mal wieder an den IUPs auch zugange. Ihr seid, glaube ich, beide auf MG2. Und Jalla hat solche Sachen auch rein. Genau sowas. Eigentlich auch. Warum ist der jetzt Supreme, der Lurch? Warum seid ihr nicht Supreme? Ja gut, aber komm. Ich krieg noch einen Stern, hoffe ich doch. Ich krieg bestimmt noch einen Stern. So, letzter Fall. Damit muss ich meine Ehre retten, weil
es hieß ja, man soll, also mindestens 2 Sterne wären sinnvoll, um seine Streak nicht zu verkacken, wobei ich sie eh verkackt habe. Ich habe jetzt nicht jeden Tag, ich habe gestern ausgelassen, dummerweise. Aber gut, das ist ja erstmal nicht schlimm. Let's go, meine Damen und Herren. Eieiei, das sah ja fast hingecheatet aus. Also ne, hier so wirklich ein gutes Stück daneben, sehr spät, und dann trifft er den einen da rechts, hä? Willkommen im Overwatch oder was? Also auch der, ich meine, natürlich alles machbar, das ist jetzt nichts Unmenschliches, was er da treibt. Aber es sieht so off aus. Guck mal der. Warte mal, darf ich hier die Geschwindigkeit einstellen? Es wird halt ranzelig aussehen von der Qualität her. Aber wir gehen nur mal auf 075. Guck mal, ist er hier wirklich... Er ist ja nie im Leben auf dem Kopf drauf. Also ich meine, das ist natürlich dann hingeflickt oder was weiß ich, aber... Holla die Waldfee. Naja gut, wir sind nicht im Overwatch. Wir sind hier in der Geschichte hier unten. Und ja, das ist halt auch wieder eine schwierige Sache, ne? Dass diese Shots jetzt, der erste misst, alle anderen treffen. Oder hat er noch einmal gemisst? Ich muss es noch einmal kurz laufen lassen. Der hat misst den ersten. Bumm. Und jetzt Hit. Und den nächsten auch. Den links auch. Und den rechts auch. Also er trifft ab dann... Alle 4. Warum sind der... Ach, der eine ist bei Mitte da irgendwo. Nee, der ist im Connector gestorben. Ja, hier würde man dann doch meinen, dass es in dem Bereich ist. Der gerade eben, der war angeblich Supreme. Und von der Machart her fand ich das jetzt sogar noch einen Ticken krasser. Hoppala. Also allein schon dieses Draufgeflicke und sowas. Das hier waren auf jeden Fall schwierigere Schüsse vom Schwierigkeitsgrad her. Waren das deutlich schwierigere Schüsse als die auf Nuke. Der eine, der da unten rumgedödelt ist, der da oben geflogen ist in der geraden Linie, das sind alles Sachen, die sind recht einfach. Aber hier musst du ja wirklich auf Close Range da reinscheißen. Also das müsste eigentlich jemand sein, der noch krasser ist. Ich gehe auf Supreme. Ich glaube und hoffe, dass es ein Global ist. Ich gehe aber auf Supreme. Und wenn das jetzt hier unten jemand ist, dann haben wir die 2 Sterne nicht und ich flippe aus. Trefft noch eure Wahl. Was wählt ihr? Okay, sehr gut. Let's go! Komm. Das gibt's nicht! Das ist so typisch, what the fuck? Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Und hier haben die Leute sogar hingevotet. Ich meine, natürlich ist er da gestanden wie ein Silver. Da hinter dem Baum hat sich da fast eingeschissen. Aber er hat dann jeden, verstehst du, den Shot getroffen. Ein Silver schießt einmal rein und nochmal, dann ist er tot und hat keinen getroffen. Eigentlich. Kann das sein oder kann das passieren, dass man hier auch tatsächlich Cheater sieht? Es sah halt sehr, sehr merkwürdig aus. Ach, guck mal, hier von letztem Mal, es ist doch stehend. Das heißt, man muss nicht jeden Tag reinschisseln. Es ist nur wichtig, dass du... Keine Ahnung, weiß auch nicht, was hieran wichtig ist, wie das gemessen wird. Aber ja, das ist ein bisschen arg mager, dass ich jetzt ein... Also ich hatte immerhin noch nicht null. Aber das ist schon sehr, sehr schlecht. Da muss ich nächstes Mal auf jeden Fall ein bisschen besser aufpassen. Das hier ist jetzt die Variante mit der direkten Auflösung. Da könnt ihr auch sehr gerne schreiben, wie das so ist. So, oh cool, direkt aufgelöst, finde ich gut. Oder hey, zeig die 3 Fälle, sag deinen Senf dazu, wähl deine Sachen, aber zeig erst am Ende, was es war. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass ihr den Umweg gehen wollt. Weil dann lieber direkt nach jedem Clip, ne, dass man es auch verinnerlicht. Ich hoffe, euch gefällt es weiterhin. Ich finde es sehr, sehr nice. Vor allem jetzt, wo halt gerade Overwatch weg ist, ist es halt echt eine schöne Sache. Zumal das jeden Tag geht. Wow. Also ich könnte theoretisch jeden Tag so ein Ding kloppen. Ich kann natürlich auch einfach 2 oder 3 sammeln und in ein Video packen. Aber so wie ich euch kenne, wir sind jetzt bei 11 Minuten Rohaufnahme. Also keine Ahnung, 6 Minuten Schnitt oder sowas. Vielleicht 7. Ich glaube, ich habe ziemlich solide durchgelabert. Das ist ja schon recht lange, ne? Also, so im Schnitt schaut ihr, wenn es hochkommt, 10 Minuten, alles darüber, muss dann schon in Richtung Podcast gehen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Kommentare und für die Likes. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Hier mache ich jetzt kein Giveaway, natürlich freue ich mich trotzdem über jeden Kommentar, das ist klar. Streams gibt es 3-mal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Scheißt rein, meine Damen und Herren. Und, uiuiui, ich glaube, ich muss hier wieder... Naja, ist ja egal. Video kommt dazu dann noch zu den neuesten Picks. Wir sehen uns dann halt im nächsten Kuschel, wie ich es eben gesagt habe. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.